So, jetzt gibt es eine Wildwasserstrecke hier. Schade, jetzt habt ihr was verpasst. Ich bin aus dem Boot gefallen. Weil diese Plastikkajaks sind ja so wackelig.
Und jetzt wollte ich hinten aus dem Rucksack was holen hier in der Schleuse, bevor ich weiterfahre, und prompt kippt er um. In der Sonne war es richtig schön warm. Da habe ich mich jetzt eine Stunde gesonnt und inzwischen sind die Klamotten getrocknet. Alles gut. Ja, meine zweite Kamera habe ich nur eingebüßt. Die ist in der Schleuse untergegangen. So kalt war es noch nie. Ich bin nochmal schnell rein, habe nochmal schnell kurz getaucht, habe ich aber nicht mehr gesehen. Und um länger so zu suchen, vielleicht hat es die auch schon rausgespült, weil hinter mir sind dann gleich welche in die Schleuse. Während ich mich noch durchführte. Was mich ein bisschen ärgert, ist die Aufnahmen. Ich hatte gestern den Sonnenuntergang nochmal fotografiert oder gefilmt. Das, was jetzt hier mit der Kamera, was ich da gestern gefilmt hatte, das, der Sonnenuntergang hat nicht so geschickt. Da war der Akku schon runter vom Gimbal und der kippte immer ab. Ich habe es zu spät gemerkt. Übrigens, mein Telefon hat es überlebt. Das hatte vorhin dann noch gemeckert, dass die USB-Buchse nass war. Aber die ist wieder dort, ein Fehler ist weg. Glück gehabt. Hab aber jetzt ungeplant, ich schläft nach. Schleppt sich wieder vor. Hier geht der Wanderweg lang und gleich hier links sieht man schlecht im Bild, ist die Spree. Das ist vom Boot überhaupt nicht zu sehen, ob hier eine Straße oder Wanderweg lang geht. Da ist man total in der Wildnis. Hier in Schleppzig gibt es eine Brauerei. Da wollte ich mich vorhin in den Biergarten setzen. Da wollten sie mir nichts mehr zu essen geben. Die Kellnerin sagte nur noch drinnen. Na gut, bin ich rein. Total leere Gaststube. Aber nicht irgendwie schön gemütlich, sondern so ein bisschen weiße Tischdecken, so ein bisschen schickimicki. Gewollt, aber ist nicht.
überhaupt nicht gemütlich ist. Da bin ich natürlich dann wieder gegangen. Und da bin ich jetzt hier in so einem kleinen Pension und Gaststätte gelandet. Das war ganz lecker. Habe ich Leber Berliner Art gegessen mit Kartoffelschnee. Leber Berliner Art, ich weiß nicht, ist das so? Oder ist das eine ganz komische Besonderheit? Sehr lustig, schmeckte ein und frei, also das muss ich loben. Aber ich fühlte mich etwas an eine Kuhweide erinnert. Da war so ein platschbraunes Zeug. Ziemlich weich, kleinere Stücken und zum Teil schon ein bisschen alles wie zermatscht. Aber einwandfrei geschmeckt, also das war geil. Sehr lustig aus, bloß. Den Cash habe ich übrigens jetzt gar nicht erst geguckt, weil ich hatte vorhin in die Logs geguckt. Zuletzt wurde er offiziell gelockt im Januar irgendwann. Und die letzten 4-5 Logs, die waren alles nicht gefunden, nicht gefunden, nicht gefunden. Also ist der wahrscheinlich auch gar nicht da. So, und jetzt sind wir gleich am Auto. Ich sag dann schon mal gute Nacht. Die Cam muss dann ans Ladegerät. Und tschüss. Der Flohmarkt war ganz interessant, weil die auch hier viel Landwirtschaftszeug oder von alten Bauern sowas im Angebot hatten. Dreschflegel und so Zeug, bestanden wo alte Trecker da vorne drum. Ich weiß nicht, ob du die auf dem Video noch gesehen hast, weil ich bin mit der Kamera, wollte ich nicht umrennen. Was so viel hatten Hobel. Ich weiß nicht, ob die hier alle gehobelt haben wieder irgend. Ich fand es jedenfalls interessant und vor allem habe ich hier mal was schießen können, weil ich brauche. Ohne zu wissen, dass ich was brauchte. Beziehungsweise denkt man ja eigentlich nie dran, ein paar neue Gläser brauchst du. Denkst du spätestens dann dran, wenn du mal einen Whisky trinkst. Jetzt sah ich die Dinger dort stehen, die sahen gut aus und da dachte ich, die nimmst du mit, wenn sie preislich okay wären. Für 2 Euro für 3 schöne Gläser, das ist doch mehr als geschenkt eigentlich.